Hallo, hallo, werte Kartenfreunde und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hearthstone Standard Ranked. Heute werden wir uns einer bisher sehr schwachen Klasse widmen, dem Priester. Der leider hat sich herausgestellt, dass er im Standard ein düsteres Schattendasein fristet, denn er macht nichts richtig gut und wurde von allen anderen Decks quasi outclassed. Ist einer der schwächsten Klassen tatsächlich im Spiel bisher die ganze Zeit gewesen. Und nun ja, heute werden wir versuchen, dank Karazhan gibt es ja ein paar neue Karten. Und wir schauen, ob dieses Deck dank diesen Karten aus dem Schatten hervortreten kann und nun endlich wieder ins Licht wandelt. Dazu ist eigentlich vor allem diese Karte verantwortlich. Der Onyx-Läufer. 3, 4er für 5 ist nicht gut, aber der Kampfschrei sagt, wir rufen einen schon zerstörten Diener herbei. Das wäre zum Beispiel die beste Kombo natürlich, der verletzte Klingenmeister. Oder aber der flüchtige Schemen. Nebenbei haben wir noch Barnes, der uns eine Karte ruft, am besten so Todesröcheln-Karten wie Kern. Sehr, sehr gut. Oder aber den flüchtigen Schemen. Naja, ich weiß nicht, ob der gut ist, aber wenn. Warte, wenn er zerstört wird. Und er dann kommt und ihn beschwört, dann wird er ihn wahrscheinlich als 4-7er wieder beschwören, was auch nicht schlecht ist. Ansonsten könnte man noch sagen. Ach ja, was haben wir noch drin? Diesen neuen neue Priesterkarte. Immer wenn wir eine Zauberkarte spielen, kriegen wir Heilung um 3 Leben. Was ziemlich gut ist, außerdem hat er, ist er ein 3-6er für 4, was okay ist von den Werten. Oder sogar recht gut. Also, das Gefühl, dass voll leise alles ist. Oh, okay. Jedenfalls, wir werden mal kurz eine Aktion. Bisschen lauter machen. Ob das jetzt zu laut ist? Ich glaube schon. Was meint ihr? Okay, so lassen wir es und jetzt spielen wir endlich unseren Priester. Ich habe es Tod und Leben genannt, weil es besteht daraus, die Kreaturen sterben zu lassen und sie wieder zu beleben. Darum haben wir auch Ensort im Deck und Resurrection, ich glaube sie heißt auf Deutsch Auferstehung, die genau dasselbe macht wie diese Onyx-Typi. Eine zerstörte Kreatur wiederbeleben für 2 Mana. Und das wird der. So, und da haben wir zum Beispiel eine ziemlich schlechte Starthand, die nur aus Onyx-Läufern besteht. Der Onyx-Läufer ist gut, aber nicht, wenn keine Kreatur gestorben ist. Also hoffen wir eher, dass wir. Naja, gut. Haben wir eben nichts gezogen, was uns für das Early Game hilft. Ich habe ein Testspiel gemacht. Es lief relativ gut. Wir haben einen Schaman besiegt. Und ein Schaman zu besiegen ist immer gut. Die Frage ist, ob wir das jetzt können, denn wir haben keine Karte gezogen. Von unseren mindestens 10 wahrscheinlich, um gegen diese Einheiten zu kämpfen. Wir hätten denen jetzt zum Beispiel eine Karte geben, das hier machen können, aber. Er hat noch ein Mana. Das heißt, es war eigentlich eine schlechte Idee, was er gemacht hat. Den sie aufs Feld zu holen, meiner Meinung. Aber. Wir haben die Kombo jetzt. Wenn er jetzt so ein bisschen was aufs Feld beschwört, können wir sein ganzes Feld zerstören. Sonst kriegen wir jetzt jede Runde eben 3 Schaden. Jetzt könnte man zum Beispiel das alles vernichten. Dann würden wir die auch. Ja, ist okay eigentlich, oder? Wir machen's. Wir vernichten seine Karten. Und so hat er noch 2 Mann übrig und nichts erreicht. Wir haben auch Karten, um größere Karten von ihm zu zerstören. Wir haben die Karte, um ihm wieder Leben zu geben. Okay, dann nicht. Wir könnten aber die spielen. Dann ist er wieder vollständig da. Und wir könnten sogar noch 2 Schaden schießen. Ich glaube, die Karte ist super jetzt gerade. Wir heilen uns mal ein bisschen hoch. Da seht ihr die Macht, indem wir Funnel Cakes bekommen, glaube ich, heißt auf Englisch. Was er hier wirft, keine Ahnung. Oh nein, schon wieder 2-2-3er. Und er hat sie mächtig aufgepowert. Jetzt kommt das Geile. Okay, wartet. Wir werden das trotzdem machen. Ah, jetzt kriegen wir natürlich immer 3 Schaden. Ups. Ja, war vielleicht nicht die beste Idee, was ich gemacht habe. Haha!
Vielleicht, aber wir haben drei Fünfer wieder beschworen. Und wir machen gerade jetzt mit unserer Helmfähigkeit Schaden. Und wir machen uns dann gegen selbst Schaden. Aber nichtsdestotrotz. Oh, Mistkerl. Hat er dich schon wieder? Und er verteilt den Totems Leben. Wow. How mighty from him! Was könnten wir jetzt theoretisch machen? Wir könnten 4 Schaden auf alles machen. Das heißt, er würde sterben. Dann würden wir mit der Heldenfähigkeit was machen. Und ich würde eventuell den da reinrennen lassen. Und dann wieder rufen. Klingt gut, oder? Machen wir. Stattdessen könnten wir natürlich auch 3 Schaden auf alles machen. Und es hätte denselben Effekt, aber ich mag die mehr. Für 3 Schaden auf uns machen wir 4 Schaden auf alles. Läuft! Hey, das ist mein Krapfen. Ach ja, wir können es auch so machen. Dann stirbt niemand. Zack und fertig. Er hat noch 3 Handkarten, wir haben 4 plus die 2. Ich würde sagen, er ist schon in Trouble. Ja, er hat schon seine kleinen Problemchen. Wenn er. Okay, er macht 1-2 Schaden. Who cares? Wir können uns jetzt wieder heilen. Wir können den zerstören, das ist okay. Die Karte finde ich schlecht, aber manche meinen die immer wieder aktivieren zu wollen. Also. Mal sehen, was wir bekommen. Okay. Dennoch war es schlecht, was ich gemacht habe. Wir hätten erst den beschwören sollen. Denn es hätte passieren können, dass wir unseren 3 Sechser bekommen, dann hätten wir 3 Leben dazu bekommen. Aber gut. Ist nicht geschehen, jetzt haben wir eben wieder die Typies. Und der macht wieder Schaden. Außer er tötet den natürlich. Oh, ärgerlich. Oh, ich glaube, dann müssen wir die Karte benutzen. Den töten. Den töten und den töten. Und wir werden den jetzt ausspielen, weil dann 3 Sechse ist. Und dann jetzt einmal nicht mehr auf Zauberkarten zurückgreifen. Denn das ist schon wieder die Todeskombo an uns selbst. Ja, ich liebe es, mich selbst zu zerstören. Auch gute Karte von oben. Das heißt, er macht uns quasi 4 Schaden. Ja, das ist akzeptabel. Wir machen die einfachen Töten alles. Ich glaube, das ist okay, wenn wir das jetzt machen. Auch wenn wir wieder 3 Schaden kriegen. Wir können uns wieder hochheilen. Dank ihm hier. Ah, Heilung in unser Face. Da, noch mehr Heilung. Ja, das ist unnötig, glaube ich. Das reicht. Wir haben die Oberhand. Wir haben den. Er hat nur eine Handkarte. Kann natürlich sein, dass er einen 7-7er jetzt beschwört. Oder einfach ein 3-3er. Und wir können uns weiter hochheilen und sind glücklich. Ah, dann zerstören wir den eben damit. Oder damit. Schauen wir mal, was wir bekommen. Na gut. 6 Heilung. Ihr seht also, das mit der Heilung klappt ganz gut. Und jetzt haben wir den mal. Wir haben wieder genug Heilung bekommen. Oh, 7 Leben. Nochmal Heilung, dann ist auf 9 Leben, glaube ich, oder? Ne, auf 8 kommt er. Ja, die beiden sind auch recht gut gegen seine Massenvernichtung. Das Licht beschützt. Oh nein, die ist so mächtig. Nein, sollen sie. Mittlerweile können wir unser ganzes Feld immer zerstören. Was ziemlich wichtig ist, weil ich glaube, er spielt die Karte, die 1 plus 3 gibt. Und die würde uns schon leicht bumsen. Okay, er gibt aber auf. Wie ihr seht, wir haben den Gegner zu Tode kontrolliert. Und sind im Rank 11 nebenbei. Gar nicht erwähnt, nicht wahr? Oh. Endlich mal ein Priester, der vielleicht was kann. Jedenfalls habe ich gerade 2 Siege hintereinander. Auch wenn ihr den einen Sieg nicht gesehen habt. Und wir machen noch eine Runde und schauen mal, ob wir das weitermachen können. Wir haben nicht mal irgendwas Gutes gezogen. Wir haben einfach die 2-3 Sechser gezogen und uns dauernd hochgeheilt. Und uns selbst Schaden gemacht. Aber es hat funktioniert. Schieb mal das zur Seite. Also, Priester. Haare. Haare. Fuck you, Haar. Ich hasse dich, Haar. Jedenfalls könnte es tatsächlich endlich mal wieder ein Priester sein, der gewinnen könnte.
wir behalten die Hand. Ganz einfach, weil wir gegen einen Rogue spielen und jeder Rogue-Spieler zu Anfang nicht sehr aggressiv ist. Sondern erst später. Also. Ha! Ich werde dich zerreißen irgendwann. Ich werde dich irgendwo in meinem Gewirr verstecken. Nein? Ja, komm doch, bleib da irgendwo. Ha! Haare ist verschwunden. Meine Haare sehen heute ziemlich scheiße aus. Liegt daran, dass wir schon ziemlich spät haben. Und ja, mein Gel hält nun mal nicht so ewig. Und deswegen sieht es scheiße aus. Aber immer noch besser, als wenn ich es nicht hätte. Nächste Runde spielen wir den, eventuell haben wir den. Mann, ich wollte Danke sagen. Nee, bitte meine ich. Aber hier gibt es keinen Bitte. Das Geile ist, der ist verletzt. Das heißt, er kann ihm nicht mit seinen Karten für 0 oder für 3 Mana 2 oder 5 Schaden schießen. Dafür natürlich in Kombination oder sowas, ja. Aber das Gute ist, wir können den spielen. Und haben einen 4-7er. Wir können ihn nochmal heilen, aber ich glaube, das ist nicht gut. Wir heilen den diesmal. Also wir könnten natürlich unseren Gegner heilen. Aber in dem Fall wäre das... Das wäre schon so... Du kannst nicht gegen uns gewinnen, Rauk. Deswegen heilen wir dich. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Oh, schaut mal. Was hat er vor? Er verhüllt diese Kreatur. Okay, da kann ich leider nichts gegen machen, wie ihr seht. Wir machen hier aber Fische. Fische an. Wollen wir den beschwören, dann zerstört er ihn wahrscheinlich. Aber besser als nichts zu spielen, glaube ich. Weil, naja, gehen wir davon aus, dass er irgendwas vernichten wollte. Wobei der natürlich nicht gut gegen den ist, aber... Wir haben den im Notfall. Damit können wir den beschwören und zwei Schaden schießen nochmal. Er gibt den uns auf die Hand. Nice. Ja, nicht so nice. Ach ja, das Geile, er hat ja die Waffe plus 3 Angriff gegeben. Das heißt, er kann nämlich einfach 2 Schaden machen. Er macht es auf diese Art. Ja, das ist okay für mich. Wollen wir den jetzt einfach wieder beschwören und heilen? Oder wollen wir den und ihm 2 Schaden schießen? Ich mag das jetzt gerade und deswegen machen wir es einfach. Weil er hat sich sehr sicher gefühlt, ja. Dass er noch ein Leben hat und das, ich sag fuck you. Auf jeden Fall hat er seine Kombo-Karten auch weggeopfert. Die normalerweise mit seinem für 6 Mana 4-4er Karten ziehen, ihn stealthen, ihn unendlich aufpowern und dann angreifen. Und gewinnen. Das ist eigentlich die vorherrschende Strategie. Gut, dass wir den gerade haben. Weil dann können wir den töten. Weil das ist eine schwierige Angelegenheit im Priesterdeck. Okay, dann können wir ihn nicht töten. So einen zu töten. Barnes. Okay. Heißt er Barnes? Ja, ich glaube schon. Hey, perfekt. Er ist saugut. Er ist ein 1-1er, der ein Todesrechner hat. Kopiert eine Karte aus dem Deck eures Gegners. Ich glaube, da darf man sich freuen, dass Barnes uns eine Karte geholt hat, die uns eine Handkarte holt. Nice one, Barnes. Hast du gut gemacht. Hat er wirklich gut gemacht. Ja, Barnes, die Barnes, die Barnes. Oh nein, er zerstört uns seine Waffe nicht. Gefährlich. Oh, was mache ich hier nur? Schwachsinn, okay. Liegt vielleicht daran, dass der Gegner die ganze Zeit irgendwas aktiviert und wir nichts machen können. Deswegen schwachsinnig. Ja, er zerstört ihn logischerweise, weil er 4 Angriff hat. Und mit der kann er ihn zerstören und dann ist er happy und wir nicht. Denkt er sich. Aber wir haben noch andere Karten. Aktuell wird die... Ah, wir haben den. Das ist ziemlich gut. Ich überlege mir ja tatsächlich, dann könnten wir... Wir machen das auf die Art. Und machen ihm Schaden. Der fühle die Macht eines Rogues gegen dich selbst. Und wir geben ihm... Weil ich Karten ziehen möchte. Jetzt hat er mal gemerkt, was hier Combo gegen ihn selbst ausrichtet. Ja, Rogue. Auch ein Priester kann Combo machen.
wenn du ihm die Handkanten dafür gibst. So, was kommt als nächstes? Wird er uns den 3-5er zerstören? Das scheint so. Mit dieser Karte. Oh. MJ soll ich den übernehmen einfach. Das wäre schon geil. Andererseits haben wir die Karte jetzt gezogen und oder den einfach. Ich finde die Karte gerade gut, weil wir damit... Soll ich den heilen? Das war so geil, ich heil den, glaub. Rook, ich heil dich, komm. Wir haben ihn geheilt. Ich weiß nicht, ob das uns schaden wird, aber ich... Ich wollte es mal tun, ich habe noch nie einen Gegner geheilt. Jetzt haben wir ihn geheilt. Oh, scheiße. Ich fühle mich einfach gut. Ich weiß nicht, wieso. Weil das Deck Spaß macht, vielleicht. Vielleicht auch... Wahrscheinlich werden wir sogar verlieren, aber es ist okay. Das ist dann eben so. Aber vielleicht sind diese zwei Leben auch ziemlich unwichtig. Oh, ein 4-4er. Hat er ziemlich gut gemacht, weil ein 4-4er ist ja immer gegen mich gut. Weil ich nichts machen kann. Weder den noch die andere Karte. Wir könnten den auf die Hand nehmen, aber... Wir brauchen den nicht, glaube ich. Was wird uns erscheinen? Interessante Sache. Was wird hier erscheinen? Wow. Würde sagen, diese Klasse an Kreaturen, die wir beschworen haben, ist ziemlich mächtig. 5-5er, der wieder was wiederbelebt. Ein 4-7er, also was vom Gegner holen könnte, theoretisch. 4-7er, ein 3-4er. Wow! Wir beleben wirklich die geilsten Kreaturen gerade. Wir hätten auch einen 4-3er bekommen können, der wieder was vom Gegner... Aber der ist besser, vor allem, weil er jetzt zweimal zerstört wurde. Für Enzot ist das ziemlich geil, weil jetzt zwei Sylvanas kommen können. Da können wir wegnehmen, wenn er nicht wieder stealthen könnte. Aber er ist in keiner guten Position, würde ich sagen, gerade. Also ist das okay für uns, dass wir uns... Oh, wir könnten das machen, aber dann fehlt immer noch was. Nebenbei habe ich dieses Deck so gebaut, völlig eigenständig, und dann mit der nachgeguckt und dieselbe Version gefunden. Das heißt, es scheint nicht wirklich schwierig zu sein, dieses Deck zu bauen. Bumsi, bumsi, bumsi. Wenn wir den um zwei heilen, dann... Kann er ihn nicht unbedingt zerstören? Ich glaube, wir heilen ihn einfach um 5 wieder, oder? Brauchen wir das für uns? Na komm. Dann kann er zumindest nicht die Karte für 0 Mana auf ihn aktivieren oder für 3, um ihn 502 Schaden zu machen. Dafür aber für 2 Mana 4 Schaden. Das Geile ist, das können wir wieder hochheilen. Selbst wenn er uns jetzt 20 Schaden macht, ist das noch nicht so riskant. Wir haben die Karte, wir haben die Karte, wir haben... Wir können ihn... Er hat zweimal, er kann ihn nicht nochmal stealthen. Vor allem hat er beim ersten Mal nur 2 Angriff dazu gegeben. Jetzt sind es 10 Angriff. War mächtig. Kann man schon sagen, das ist ziemlich geil, was er da aufgetischt hat. Nichtsdestotrotz... schade für ihn, dass wir einfach bessere Sachen haben. Oh, das hat aber so viel Karte... Er hat auch nur noch... Okay... Schauen wir mal, wenn wir das bezwungen haben, haben wir wahrscheinlich gewonnen. Ach, der arme Typ. Der tut mir echt leid. Hör damit! Ja, wir hätten den zerstören können. Aber wenn er mehr Kreaturen beschwört, aktivieren wir die Karte und dann zerstören wir alles bei ihm. Oh, wir geben ihm mal eine Handkarte dafür. Eine Deckkarte. Die gut gegen mich ist, theoretisch. Oh, den packen wir. Oder den kann er ja nicht mal mehr aktivieren. Bringt ihm gar nichts. Ah, wir können einen davon wieder. Oder wir besch. Das ist nicht so gut. Komm, wir zerstören den. Wir packen den ins Deck. Und wir heilen uns. Hoho! Wenn er jetzt auf Zauberkarten spielt, dann, naja, zerstört er sich selbst damit. Und wir haben noch einige gute Karten im Deck. Vielleicht sterben wir durch seine Karten. Aber eigentlich ist es, Oh, hat er vor Karten? Was spielt er? Ach, sowas noch. Okay. Warte, das könnten wir spielen und ihn Karten ziehen lassen. Ja, komm. Das heißt, er zieht diese Karte sofort wieder.
Wow, okay. Ich fürchte, wir haben unseren Gegner zum Aufgeben bewogen. Und das, obwohl wir ihn geheilt haben. Wir sind Rang 10. Nice. Ich liebe dieses Deck jetzt schon. Ich mag es auf jeden Fall. Was meint ihr? Wie fandet ihr das Deck? Wenn es euch gefällt, oder dieses Video, ein Däumchen würde mich glücklich stimmen und freuen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn wir nochmal dieses süße Paladin, wollte ich schon sagen, Priester-Deck nochmal spielen und schauen, ob wir wieder so einen Erfolg zu verzeichnen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal morgen, also quasi, oder? Ja, bestimmt. Und haltet die Ohren steif bis dahin. Tschüssi!